Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir widmen uns im Mai ein paar Tech-Fragen, denn es ist so ein bisschen was Neues auf BookTube, YouTube unterwegs, und ich mag Techs super gerne, weil ich finde, man lernt dann einfach nochmal ein bisschen die Person dahinter anders kennen und auch man kann ein bisschen über Themen diskutieren und in den Austausch kommen. Und es gab eine wunderbare Videoreihe von 5 oder 6 BookTubern, die zusammensaßen, und daraus sind 3 Tags entstanden, die ich heute hier auch abdrehe, die ihr jetzt nach und nach jede Woche auch sehen werdet. Und es wird auch noch einen Bücher-Film-Tag geben, der ist aber schon ein bisschen länger von mir abgedreht. Ich glaube sogar schon vor der Leipziger Buchmesse, aber irgendwie hat es sich dann im April nicht so ergeben, den hochzuladen. Und ich starte heute mit dem Finished Book Tag. Der war zu sehen bei der lieben Jenny von Letters and Life. Ihren Kanal und das Video natürlich unten in der Infobox auch zu finden, sowie auch die Fragen. Es darf sich jeder getaggt fühlen, der dazu Lust hat, da mitzumachen, und natürlich auch an alle, die vielleicht keine Videos drehen, dürft ihr natürlich auch super gerne mit mir in den Kommentaren in den Austausch gehen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wir starten mit der ersten Frage. Führst du eine Liste mit gelesenen Büchern? Ich habe keine klassische Liste, wobei jein, also ich führe eine Excel-Liste. Ich glaube, die geht auch 6, 7 Jahre zurück, wo ich wirklich Monat für Monat eintrage, welches Buch habe ich gelesen, wie viele Seiten, wie viele Sterne und Ähnlichem. Ich mache auch seit einiger Zeit, ich glaube tatsächlich auch seit BookTube gefühlt, seitdem man eben auch Buchcover irgendwie einblenden kann, speichere ich mir die Buchcover in grafischer Form sozusagen auch in einen Ordner, und auch da hebe ich mir dann die Ordner auf und packe immer ein Buchcover in den Monat, wo ich ihn gelesen habe, sortiere das. Und natürlich habe ich auch Lovely Books und seit 2023 auch Rido, wo im Grunde auch die gelesenen Bücher zu finden sind. Ich glaube, am einfachsten sich das anzusehen, wird vielleicht die Excel-Liste sein, plus natürlich die Buchcover, wobei ich die nicht so ganz lange aufhebe, also diese Ordner. Das ist natürlich eher was einfach BookTube-spezifisches, damit man eben die E-Books, Hörbuchcover relativ schnell einfügen kann. Ich glaube, Lovely Books ist da ein bisschen schwieriger, um nachzuvollziehen, wann hat man was gelesen, und in Rido habe ich eben genau eine Liste angelegt, die hieß eben Bücher 2023 und jetzt Bücher 2024, wo ich das einpacke. Also da lässt sich das auch leicht nachvollziehen. Also ja, ich führe so ein bisschen was wie Listen, um einfach zu sehen, was habe ich gelesen. Ist natürlich auch wichtig, wenn man natürlich auch mal so vor Mängelexemplar-Büchern steht oder gebrauchten Büchern oder irgendwie sagt, oh, kenne ich das Buch, das spricht mich an, kommt mir das bekannt vor, und dementsprechend ja. Zweite Frage, auf welche Statistiken achtest du? Also ich bin ja schon ein Statistikfreund. Ich finde tatsächlich immer super spannend, so ein bisschen die Anzahl der Seiten im Vergleich zu den Büchern. Also ob man eben erkennt, hatte man einen Monat viele Bücher, die dünn waren, oder eher weniger Bücher, die dick waren. Das finde ich in der Jahresstatistik ganz spannend. Ich mag auch meine eigene Genreauswertung sehr gerne, um zu sehen, wo bewege ich mich in einem Jahr. Gibt es vielleicht Gründe, gibt es Themen, gerade natürlich auch im Sachbuchbereich, lese ich sehr viel asiatische Literatur, bin ich doch mehr in der Fantasy, was sagt das vielleicht auch über den Monat oder gar das Jahr dann irgendwie aus? Ich habe jetzt ab diesem Jahr auch angefangen, mal zu gucken, wie alt sind die Bücher, also wann sind die eingezogen, also in den letzten 4 Jahren oder eben älter als 20, da mache ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen eine Liste. Ich tracke auch ganz gerne gerade zum Beispiel auch jetzt englische Bücher, die ich ja in diesem Jahr wieder ein bisschen vermehrter lesen möchte. Also es gibt schon so ein paar Statistiken, die ich ganz spannend finde. Immer wieder überrascht bin ich über den hohen Autorinnenanteil in meiner Jahresstatistik, weil ich so vom Gefühl immer denken würde, ich lese gerade wegen der Fantasy doch mehr Männer, mehr Autoren, aber ich glaube, es waren die letzten 2, 3 Jahre tatsächlich immer mehr Autorinnen, was natürlich vielleicht auch an den Wohlfühlromanen und so liegen könnte, aber das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also es gibt einiges, was ich ganz spannend finde und was ich mir auch notiere, und ihr seht das ja dann auch oft in den Jahresrückblicken und könnt euch da natürlich dann auch ein Bild von machen. Dritte Frage, bewertest du gelesene Bücher? Ja, also ihr seid ja hier, weil ihr natürlich die Gedanken, Bewertungen, Meinungen zu den Büchern von mir hört und hören möchtet. Dementsprechend ist natürlich
BookTube definitiv meine Bubble, wo ich gelesene Bücher bewerte. Und ja, natürlich mache ich das. Ich vergebe Sterne, ich spreche darüber, ich mache mir eine Meinung, Notizen und ja, dementsprechend bewerte ich natürlich Bücher. Das passiert ja oft schon auch während des Lesens, dass man eine Tendenz hat und das bleibt, glaube ich, auch gar nicht so richtig aus. Und die Frage schließt sich jetzt ganz schön an Frage 4. Wo veröffentlichst du Rezensionen? Also zum einen natürlich auf BookTube. Hier wird ja wirklich in der Regel fast jedes Buch rezensiert, außer sehr private Bücher, wo ich sage, die würden vielleicht zu viel von dem preisgeben, was mich gerade im Inneren privat so ein bisschen beschäftigt, also oft so Sachbücher. Aber sonst veröffentliche ich Rezensionen, also Kurzmeinungen auf jeden Fall auf Lovely Books und auch auf Reado, nicht BookBeat, auf Reado. Highlight-Bücher auch sehr häufig dann natürlich auf Thalia, Amazon, Hugendubel. Besonders bei Self-Publishern war mir das immer wichtig, dass hier Meinungen, Rezensionen vorhanden sind. Ich rezensiere auch, wenn es wirkliche Flop-Bücher sind, muss ich auch sagen, wenn ich wirklich eine hohe Erwartung habe, ein total gehyptes Buch und irgendwas da drin, aber ich denke, das kann doch nicht deren Ernst sein, dann schreibe ich da auch gerne mal eine etwas längere Rezension und von Lieblingsautoren, die bekommen in der Regel von mir auch eine etwas ausführliche Rezension. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen die Plattformen, wo ich unterwegs bin. Ja, und die Kurzmeinungen gerade auf Reado oder auch Lovely Books, das sind ja oft nur 160 Zeichen, also das geht relativ schnell und hilft mir auch oft, wenn ich dann irgendwann mal wieder über dieses Buch stolpere, zu sagen, was war so für dich die Quintessenz, wenn ich vielleicht jetzt nicht die Zeit habe, zum Beispiel auch im YouTube-Video von mir zu schauen. Fünfte Frage, wohin kommen deine gelesenen Bücher? Also in der Haptik unterscheide ich natürlich, ist es ein Highlight-Buch, dann kommt es in mein Highlight-Regal oder halt zu teilen, eben wenn es in eine andere Abteilung gehört, kommt es natürlich ins andere Regal. Sonst bin ich auch jemand, der gerne natürlich die Buchtauschpakete nutzt, also egal, ob es das Needful Things Paket ist, ob es mal andere Buchtauschpakete sind. Ich tausche sehr gerne auch mit Freunden, dass wir sagen, okay, ich habe hier 5 Bücher, interessiert dich irgendwas und jemand anders hat 5 Bücher. Ich war jetzt auch mal an unseren 3 Bücherschränken unterwegs. Da habe ich zumindest 2 Bücher abgegeben, aber jetzt nicht so für mich entdecken können. Ich bin aber auch jemand, der wirklich gut gebrauchte Bücher noch versucht, zum Beispiel bei Rebuy oder Mediamops zu verkaufen oder dann natürlich auch bei Tauschticket was einstellt. Gerade wenn ich zum Beispiel bei Tauschticket sehe, das sind 3-4 Bücher meiner Wunschliste in der Merkliste, die sind verfügbar und ich brauche mal wieder ein paar Tickets, dann stelle ich auch da sehr gerne was ein. Und da gehen natürlich auch alle anderen Dinge, egal ob es dann Filme sind oder Ähnliches, das funktioniert natürlich nicht nur mit Büchern. Was ich wirklich schön finde, sind eigentlich die Bücherschränke, weil so einfach jeder die Möglichkeit hat, zu guten Büchern zu kommen. Eben auch der vielleicht nicht das Budget dafür hat, im Monat sich 5 Bücher zu kaufen, dass man so Lesen einfach jedem zugänglich macht. Und gerade in dem einen Bücherschrank sind sehr viele Kinder- und Jugendbücher und das fand ich tatsächlich auch richtig schön und da werde ich jetzt auch immer meine Kinder- und Jugendbücher sozusagen ein bisschen hinbringen, weil mir das sehr gut gefallen hat im Sinne von, okay, dann ist hier die Anlaufstelle hoffentlich für die Jugend und vielleicht auch Mütter von jüngeren Kindern oder Vätern von jüngeren oder Lesern von jüngeren Kindern, also die dann vorlesen und das fand ich tatsächlich eigentlich ganz passend und dass wir da einfach sagen, da ist immer mal was dabei und dann kann das natürlich schön in den Kreislauf kommen und ist nachhaltig und gerade Kinderbücher ist ja doch oft so, dass die Kinder ein bisschen schneller auch aus diesen herauswachsen und dann weiß man ja oft nicht mehr, wohin mit den Kinderbüchern und da finde ich das eigentlich eine ganz schöne Idee. 6. Frage, wie wählst du dein nächstes Buch aus? Ja, das ist, wenn ich wüsste. Also bei mir ist das sehr intuitiv, bei mir ist es sehr gefühlslastig. Ich weiß oft wirklich nicht Anfang des Monats, wo wird der Monat hinlaufen. Ich habe natürlich die Rezensionsexemplare schon ein bisschen extra auf dem Schirm und versuche dies ja zeitnah zu lesen. Das sind natürlich auch Bücher, auf die ich besonders Lust habe. Aber sonst bin ich schon ein gefühliger Leser. Also wie ich habe jetzt im April ja auch The Stand von Stephen King gelesen und daneben habe ich mir natürlich ein bisschen leichtere Kost, wie Kinderbücher irgendwie gesucht oder so Wohlfühlbücher, wo ich dann sage, da erwarte ich jetzt nicht die höchste Literatur, weil das wäre neben diesem epischen Werk von The Stand einfach nicht machbar gewesen und ich bin da aber schon sehr gefühlig. Also ich stehe oft einfach vor meinem Regal und denke, worauf hast du jetzt Lust? Ist es eher Fantasy? Ist es in das Wohlfühlromane? Eher ein Sachbuch oder in welche Richtung in der Fantasy? Also ich neige deswegen ja auch dazu, dass ich keine Leselisten machen kann, weil ich ja wirklich
Ich einfach Anfang des Monats noch nicht weiß, wo habe ich in 2 Wochen irgendwie Lust drauf oder worauf. Und ganz schwierig war es mal, ich habe ja auch mal so eine 12 Books for 12 Months Liste gemacht und ich hatte schlagartig auf keins dieser Bücher dann mehr Lust, wenn sie dran gewesen wäre. Und so geht es mir auch oft mit den Rereads. Also ich glaube, auch Rereads geschehen bei mir sehr gefühlsbetont, wenn ich sage, jetzt habe ich Lust auf dieses Buch, es nochmal zu lesen. Ich glaube, mir etwas vorzunehmen, macht mir tatsächlich irgendwie weniger Lust. Das kann gerne psychologisch mal jemand analysieren. Aber ja, so ist es leider. Und die letzte Frage ist dann ein Ritual nach Beenden eines Buches. Also ich bin tatsächlich schon jemand, der erstmal da sitzt und so in sich geht, das ein bisschen verarbeitet, was er da gerade gelesen hat. Und ja, dann natürlich schon anfange, mir meine Notizen zu machen, mir meine Gedanken zu machen, mir vielleicht auch Markierungen rauszuschreiben, wenn es irgendwie Zitate oder schöne Formulierungen sind. So schließe ich in der Regel schon ein Buch ab. Und dann kommt natürlich die Statistik dazu, dass ich dann in Rido gehe, auf Lovely Books gehe, das Buch als beendet kennzeichne, dass ich das irgendwann in meine Excel-Liste eintrage und dann natürlich sage, okay, jetzt geht dann der statistische Teil seinen Lauf. Aber ich bin schon jemand, der erstmal so innehält, durchatmet und ja, irgendwie schon auch dem Buch so eine kurze Wertschätzung gibt, ob es mich entweder sehr begeistert hat oder ja, total gefrustet hat. Ich muss sagen, bei gefrusteten Büchern geht der Abschluss ein bisschen schneller. Bei Highlights ist es doch so, dass man manchmal so ein bisschen ja, einen Hangover hat, wenn man wirklich aus so einer Welt jetzt dann wieder entrissen wird, weil sie einfach vorüber ist. Und da braucht man vielleicht auch einfach mal einen Moment mehr, um durchzuatmen, um einfach zu sagen, so, ich muss das jetzt erst abhaken, bevor ich mich dann dem nächsten Buch widme, insofern ich nicht ja oft doch auch parallel ein, zwei Bücher irgendwie lese. Und ja, aber das ist schon so ein bisschen mal durchatmen, Gedanken machen und dann Richtung Statistik. Und das waren sie jetzt, die 7 Fragen des Finish the Book Tag, den ich wirklich sehr spannend fand, sehr interessant fand, auch in dieser Truppe rund um Jenny sehr genossen habe. Wie gesagt, Video von Jenny und Kanal unten in der Infobox. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei, gerade wenn ihr auch so ein bisschen im asiatischen Raum vielleicht unterwegs seid und gerne Mangas und Fantasy lest, da seid ihr bei ihr an der richtigen Adresse. Und ich ja, danke dafür, dass Jenny und ihre Gruppe den Tag ins Deutsche gebracht haben. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt ein bisschen die Fragen auch in den Kommentaren beantwortet. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.